Ich habe mir wieder ein halbes Rüben-Imperium aufgebaut. Willkommen zurück zu Animal Crossing Wild World. Es ist Montag, jawohl. Ich brauche gleich direkt mal das Rainer-Passwort. Und ja, ich habe wieder eine Menge Rüben gekauft. Ich habe auch tatsächlich Sachen gefangen. Zeige ich euch gleich noch kurz. Was ist das Rainer-Passwort? Auf meiner Seite, alles klar. Merke ich mir. Dann gehen wir auch direkt zu Rainer. Ja. Währenddessen... Oh, da ist ein Stick, den nehme ich mal mit. Warum nicht? Währenddessen... ihr seid hoffentlich nicht verfault. Gut. Ich habe tatsächlich den Scarabeus fangen können. Mein Gott, das war ein Aufwand, den zu finden. Und noch schlimmer war tatsächlich, die Tarantel zu finden. Ich habe einfach 3 Skorpione mittlerweile schon gefangen. Und jetzt auch endlich eine Tarantel. Und damit fehlen mir nur noch 10 Insekten. Und 4 davon könnten wir eigentlich jetzt heute zu dieser Uhrzeit fangen. Und ich hoffe mal, das klingt uns auch. Und ich hoffe mal, ich kenne das Passwort noch. Auf meiner Seite war das richtig. Ich hoffe schon. Gras ist grüner. Auf meiner Seite, ja. Ich hoffe, das schreibe ich richtig. Ja. So ist es. Jawohl, du bist wirklich von Rainers Familie. Ja. Sicherlich. Passt da eigentlich ganz gut hier mit dem Mafia-Gedöns, weil ich habe tatsächlich gestern mit Virginia den zweiten Teil von 365 Tage geguckt. Oh Gott. Wie ich bereits auf Twitter schrieb, ich habe kein Geld. Das habe ich nicht auf Twitter geschrieben, aber es passt gerade leider sehr gut. Brauche ich das denn überhaupt noch? Ein Manet, ja, den brauche ich tatsächlich noch. Und Fälschungen haben ja irgendwie immer anders gehießen, glaube ich, ne? Okay. Dann muss ich jetzt erstmal Geld machen, leider. Vielleicht mache ich sogar Gold zu Geld, mal gucken. Ich kann aber auch direkt nachgucken, ob ich den Robostuhl eigentlich noch brauche. Weil ich habe ja oben ein Robozimmer eingerichtet. Das ist das einzige Zimmer, was ich richtig ernsthaft... Ja, wobei... Ja, den Hauptraum habe ich eigentlich auch richtig eingerichtet. Aber da sind halt noch ein paar Sachen so, die da eigentlich nicht hingehören. Aber da können wir aber gleich mal nachgucken. Und ich habe jetzt tatsächlich wirklich alles in Rüben investiert, was ich so hatte. Das heißt, wir müssen jetzt auch wirklich erstmal Geld verdienen. Und ich glaube, der... Ne, den haben wir schon. Den haben wir schon. Okay, ich brauche jetzt nicht 2 davon. Dann kratze ich nur mal das Geld zusammen, damit wir uns den Manet kaufen können. Den können wir dann direkt zusammen mal mit dem Delacroix abgeben, der immer noch bei Nug rumliegt. Und wir können vor allem mal abfragen, was wir denn eigentlich so an Rübenpreisen heute haben. Das trage ich mir auch hier direkt ein. Wir haben jetzt 11:15. Das heißt, die Rübenpreise würden sich dann auch noch im Laufe des Parts ändern. Die Blumen werde ich auch wieder kaufen. Okay. Da haben wir eine... Wobei, die trage ich mal hier ein. Das ist eine 87. Für 109 haben wir die gekauft. Also habe ich die gekauft am Samstag. Am Sonntag? Mein Gott. Ich glaube schon, du kommst komplett durcheinander. Meine Güte. Ja, was können wir auf jeden Fall jetzt momentan fangen? 2 Libellen sind dabei und 2 Käfer. Libellen wären einmal, ich glaube, die Riesenlibelle müsste das sein. Ich glaube, das ist diese Bandit Dragonfly. Und dann gibt es die Dana Butterfly. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Aber finden wir dann raus. Und dann können wir noch den Jewel Beetle und Longhorn Beetle bekommen. Alle jeweils, also wirklich alle 4 Insekten von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr. Genug Geld habe ich jetzt, das ist perfekt. Dann muss ich jetzt doch nichts mehr zusätzlich noch fangen. Aber die Zikaden nehme ich mit. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, was das jetzt genau für Käfer sind. Wie selten ist denn der... Jewel Beetle bringt 2400 Sterne. Der könnte ja was seltener sein. Ergo, es könnte sein, dass wir den nicht finden hier. Aber, ja gut. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich wollte doch jetzt irgendwas noch gemacht haben. Irgendwo... Ja, ich wollte direkt zu Rainer nochmal gehen, ja. Das mache ich. Ich bin zurück. Ja, sehr schön. Und natürlich hätte ich auch direkt schon den Delacroix mitnehmen können, aber... Da habe ich natürlich in dem Moment mal wieder nicht dran gedacht. Dann denken tue ich aber daran, dass ich immer noch ein Thema habe, über das ich sprechen soll. Das hat der Julie nämlich in den Discord gepostet. Wie hat er das formuliert? What is love? Oder irgendwie sowas? Jedenfalls generell einfach ein bisschen über Liebe sprechen, ja. Und genau das wollte ich eigentlich im letzten Part gemacht haben und dann kam das Feuerwerk. Ja, und bei der Stimmung wollte ich jetzt nicht unbedingt darüber reden, weil, ich weiß nicht, ich wollte irgendwas Melancholischeres haben. Aber so an einem fröhlichen Tag ist das doch eigentlich auch ganz schön. Und ich habe keine Ahnung, was ich darüber überhaupt sagen soll. Schön, nicht wahr? Bist du eine Zikade, ja, ne? Mann-Zikade? Ja.
Alles klar. Ja, ganz spontan, wenn mir so diese Frage in den Sinn kommt, kommt mir vor allem auch direkt irgendwie so ein Olaf Schubert in den Sinn, der irgendwas daher stammelt. Mag auch daran liegen, dass er jetzt in LoL 3 am Start war. Wo ich auch eigentlich echt gedacht hätte, dass der das Ding gewinnt, aber... Krass, Olaf Schubert kann lachen, ja. Wusste ich auch noch nicht. Naja, jedenfalls... erste Kontakte? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall, oder ich muss auf jeden Fall hier mal so eine Art Cross-Promo machen, ja? Nee, ich muss meinen Podcast nochmal bewerben, den Triforce-Podcast. Da habe ich nämlich eine Folge mal über Mädchen gesprochen, ja? Träume und... Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge genannt habe. Irgendwas mit Träumen. Ich glaube, es ist Folge... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Schaut in die Beschreibung hier, da ist auf jeden Fall... mein Podcast verlinkt und auch die aktuelle Folge werde ich höchstwahrscheinlich da mal reinschreiben, wenn ich nicht wieder komplett beballert bin und das vergesse. Ja, und das Problem ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, was konkret ich alles angesprochen habe, weil es ging natürlich auch teilweise in Richtung, ja, Liebe und Erfahrungen einfach. Deswegen ist das ziemlich schwierig, aber ich glaube eigentlich mit dem größten Teil auch, also man muss sagen, ich habe nicht viel Erfahrung im Sinne von Liebe und Beziehungen gemacht. Basically, Virginia ist meine erste Freundin. was aber nicht heißt, dass ich nicht schon mal verknallt war. Na, das ist so der Unterschied. Aber ich habe halt nicht wirklich Erfahrung. Ich habe keine Erfahrung mit Breakups zum Beispiel. Vielleicht auch deswegen kann ich bei Taylor Songs teilweise nicht unbedingt relaten. Also eigentlich gar nicht. Ich bin halt recht empathisch, würde ich von mir selbst sagen. Zumindest kann ich sehr empathisch sein. Mir kann es auch scheißegal sein, aber ich bin eher Richtung empathisch. Und deswegen kann ich trotzdem bei Taylor Swift zum Beispiel, bei Songs, ich kann mich in Leute reinversetzen diesbezüglich. Aber ich habe halt in dem Fall keine eigene... Fuck, das war der Jewel Beat. Oh Mann. Ich glaube zumindest, dass er das war. Weil er hatte so leuchtende Farben. Ich wette, der war das. Warum die jetzt abgehauen ist, verstehe ich aber auch nicht. Na gut. Und ich sollte vielleicht nachgucken, was der Longhorn Beetle eigentlich genau ist. Naja. Das ist nur schon mal so auch als Disclaimer vorher. Ich habe da jetzt nicht krasse... ja, Heartbreak-Stories oder irgendwas. Punkt. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wo ich da konkret anfangen soll. Oder wann ich sowas in der Art hatte. Ich glaube, ich würde da tatsächlich so ein bisschen am Philosophieunterricht ansetzen. Der auch... teilweise ziemlich schlimm war in der Zeit dann. Also Philosophie mochte ich eigentlich nur ein Jahr von, weiß ich nicht, 5, die ich hatte oder sowas, als Religionsersatz. Jedenfalls gab es in der 6. Klasse, müsste das gewesen sein. Denn jetzt müsste, glaube ich, sogar noch in der 5. gewesen sein. In der 6. hat man, glaube ich, schon eine andere Lehrerin. 5. oder 6. Nagelt mich nicht drauf fest. In der 5. weiß ich auf jeden Fall auch, dass ich am Anfang noch frei hatte, während die anderen Rallye hatten, weil Philosophie da irgendwie noch nicht auf dem Plan stand. Also ich würde sagen, es war die 6. Jedenfalls kam da dann von der Lehrerin so die Idee, ach komm, lass doch mal über das Thema Liebe sprechen. Und das haben wir dann entsprechend gemacht. Und das Problem war, an sich fand ich den Unterricht eigentlich, also es war interessant vom Thema her, da mal darüber zu sprechen an sich. Das Problem war nur, das Ziel am Ende, die Aufgabe war, eine Beziehungskiste zu basteln. Und ich hasse dieses Ding bis zum heutigen Tag. Es war schlimm. Und bis zum heutigen Tag erzähle ich auch immer wieder die Anekdote, wie zwei Schülerinnen da einfach dann die Lehrerin so gefragt haben, so, könnt ihr mir doch Kondome reinlegen? Und ja, super witzig. Ich muss mal gerade gucken, was ich denn jetzt hier loswerde, weil ich bin schon wieder voll. Wir legen mal die Angel ab, würde ich sagen, die brauche ich gerade sowieso nicht. Und dann muss ich erstmal zum Tommy gehen hier, weil dann ich habe keinen Platz mehr. Hier sind auch deutlich mehr Insekten gefühlt am Start. Ich weiß nicht, ob da die Spawnrate jetzt erhöht wird oder ob ich einfach generell schneller Insekten finde, weil die näher zusammen sind. Ich weiß es nicht. Wir haben ja zum Beispiel auch keine Mücken und keine Motten, die jetzt hier auch die Insektenslots quasi blockieren am Tag. Das macht das natürlich ein bisschen angenehmer so.
Naja, jedenfalls, was war eigentlich mit der Beziehungskiste gemeint? Man sollte so einen Schuhkarton gestalten. Also sowohl innen als auch außen. Und innen sollte man dann halt Sachen reinlegen, die für einen in eine Beziehung gehören. Entsprechend haben dann diese Mädels eben nach Kondom gefragt. Und man sollte dann quasi so ein Blatt machen, so ein Inhaltsverzeichnis quasi, so ein Glossar. Ich hatte dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hatte so ein Herz aus Metall, so ein kleines, also so wie Frauen manchmal die Penislänge anzeigen, so groß, als eine kleine. Nee, es war halt wirklich so ein, ich weiß nicht, von Milka gibt es ja zum Beispiel auch diese Schokoherzen, also nicht diese Plättchen, sondern wirklich diese kleinen Pralinen. Ein bisschen größer war das. Das hatte ich auf jeden Fall und habe das damit reingelegt und ich glaube, damit habe ich einfach nur, das habe ich generell einfach nur beschrieben als, ja, zwei Personen lieben sich. Weil ich hatte halt null Ahnung. Ich glaube, man sollte da so 3 bis 5 Sachen reinlegen oder sowas und ich hatte keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch 2, wenn man so Tesa-Rollen leer hat, dann bleiben ja noch so Plastikrollen übrig, so Plastikringe. Die habe ich quasi irgendwie damit reingelegt und habe gesagt, so, ja, das sind die Eheringe. Ich weiß echt nicht. Ich habe, glaube ich, bei anderen oder selber reingelegt, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas wie eine Waage gesehen, irgendwie sowas in die Richtung. Also, sowas, was man von der Justiz kennt, so dieses Symbol. Von wegen so, ja, man muss gleichberechtigt sein in einer Beziehung. Irgendwie so ein Quatsch. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles reingelegt habe. Zum Glück, ich weiß nur, dass diese Beziehungskiste mich gekillt hat, echt. Ich habe halt einfach wirklich 1 oder 2 Stunden, es war halt auch so ein, ja, mach das teilweise als Hausaufgabe oder mach das teilweise hier, wie du willst. War so ein bisschen kunstunterrichtmäßig. Und tatsächlich habe ich 1, wenn nicht sogar 2 Stunden, wirklich in der Schule dann Unterrichtsstunden, damit nur verwendet, Herzen auszuschneiden aus Papier, aus rotem Papier, um die dann außen an die Kiste dran zu kleben. Und das war halt schon so, okay, da habe ich ja richtig viel im Unterricht gemacht. Ach, es war fantastisch, echt, das war schlimm. Naja. Aber wie gesagt, das Thema an sich fand ich da auch eigentlich ganz cool gemacht. Und hier, ist das eine Honeybee? Das ist eine Honigbiene. Die soll eigentlich gar nicht im August fangbar sein. Alles klar. Nehme ich gerne mit. Die hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel. Ich dachte, da müsste ich nochmal auf einen anderen Monat. Aber ja, hier, Honigbiene. Ja, episch. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet, weißt du? Das erste Insekt von den 4, die ich eigentlich fangen kann, ist ein 5, was ich noch gar nicht auf der Liste hatte. Schön. Also mal wieder irgendwelche Guides widerlegt. Schön, die Honigbiene ist also auch noch im August fangbar. Und damit fehlen uns nur noch 9 Stück und ich beende mal die nervtötende Musik. Für 3 Sekunden ist es schön, länger ist es einfach nur nervig. Ja, was halt vor allem behandelt ist, ist natürlich so diese Frage, was ist Liebe überhaupt, was ist das für ein Gefühl? Und da ging es vor allem so um Unterschiede, um unterschiedliche, ich würde sagen Stufen, ja, wo dann eben wirklich dieses auf jemanden stehen differenziert wird, verknallt sein differenziert wird und verliebt sein differenziert wird. Und ich glaube, man hat irgendwie bei uns zusammengefasst, verliebt sein und jemanden lieben. Vielleicht war das auch noch eine 4. Stufe, ich weiß es nicht, oder vielleicht war auf jemanden stehen das gleiche wie verknallen, verknallt sein, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich finde diese Einteilung generell so auf verschiedene Stufen eigentlich schon recht sinnvoll. Würde ich mal sagen, weil wenn man jetzt so darüber nachdenkt, was Liebe für einen ausmacht, dann ist es eben nicht nur dieses, oh, ich finde eine Person attraktiv und ich könnte mir was mit der vorstellen und ich würde die gerne mal daten und mehr über sie erfahren und könnte mir vorstellen, mit der zu leben, sondern es ist ja wirklich, man kennt eine Person dann schon, weil sonst ist es für mich nur, man steht auf einen. Also auf einen stehen ist für mich eigentlich wirklich sowas wie, wenn du irgendwie im Club oder was jemanden siehst und du dir so denkst, ach, die finde ich aber attraktiv. So. Oder den, je nachdem aus welcher Perspektive oder wie man gepolt ist. Das auch nochmal vorweg, da gab es ja auch schon mal Verwirrung, möchte ich jetzt einfach nur nochmal an der Stelle ansprechen. Ja, ich bin straight, ja? Ich habe eine Freundin. Ja, jedenfalls,
Das würde ich halt so darunter verstehen, von wegen, man sieht einen einfach, man hat noch kein Wort gesprochen, man weiß quasi vielleicht gar nicht, wie die Person klingt, oder wie intelligent sie ist, oder was sie generell für Interessen hat, wie sie so tickt, sondern man weiß einfach nur, okay, nettes Äußeres, basically. Das ist für mich so dieses, oh, ich stehe auf die Person, oder ich habe zumindest mal Interesse, so. Und ich würde sagen, verknallt sein geht dann darüber halt schon noch hinaus. Ich würde das niemals auf dieselbe Stufe stellen, glaube ich. Weil das ist dann halt schon wieder irgendwas, du hast ja schon ein bisschen mehr über die Person dann herausgefunden oder erfahren, würde ich mal sagen. Herausgefunden klingt so, als wäre ich ein Stalker, weißt du? Deswegen sage ich lieber, du hast ein bisschen mehr über die Person erfahren, weißt ein bisschen mehr, wie sie drauf ist, wie sie tickt. Und ich finde schon, dass das nochmal ein deutlicher Unterschied ist zu der vorherigen Stufe, ist aber auch trotzdem noch lange nicht, ja, wirkliche Liebe beziehungsweise jemanden lieben und für mich deswegen auch nicht verliebt sein. Und ich fand das vor allem interessant, weil damals, zu dem Zeitpunkt, als wir das so in Philo besprochen hatten, habe ich sowas immer komplett synonym alles verwendet. Also verknallt sein war für mich so ein jugendlicher oder kindlicher vielleicht sogar Slang. Verliebt sein war dann eher so dieses Erwachsene und lieben sowieso, aber ich hätte niemals irgendwie eine Linie zwischen irgendwas gezogen, aber doch, es, ja, würde ich schon sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie das im Englischen ist. Es gibt ja das having a crush on someone. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das halt wirklich nur verknallt sein ist oder ob da auch sowas wie verliebt sein mit reinzählt. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als love someone. Das schon, aber vielleicht ist es auch sogar nur auf jemanden stehen oder vielleicht ist alles zusammen. Vielleicht differenziert man das dann nicht so krass oder, ne? Ich hab's ja auch früher nicht differenziert, aber ich denke, dass man Phasen schon ganz gut dadurch ausdrücken kann. Also Sprache ist immer wieder fantastisch. Weil viele Sachen, die man einfach synonym verwendet, sind teilweise halt schon irgendwie ganz granular dann doch schon unterschiedlich. So, dass es schon Impact haben kann, was jemand sagt. Das, je nachdem natürlich auch, wie die Person das auffasst. Und da sind wir wieder beim Sender-Empfänger-Modell und fantastisch. Ach, schön. Ja, Kommunikation ist interessant. Schon. Und ich finde hier auch gerade einfach nur noch Zikaden. Ihr hört gerade, glaube ich, einen Frosch, ne? Ich habe, glaube ich, gerade einen Frosch gehört aus dem Teich. Der hat mir auch noch gefehlt neulich. Den habe ich dann gefangen. Ich glaube, den hat man gerade gehört. Naja. Hätte ich doch... Ah, guck mal, ich glaube, das ist genau der Käfer, der mir noch fehlt. Warte mal, ich will nur auf Nummer sicher gehen. Ich möchte diesen State nicht benutzen, Leute. Ich möchte ihn nicht benutzen. Aber nur für den Fall würde ich mir das überlegen. Ich hab's geschafft, sehr schön. Der Fichtenbock. Ist das der Fichtenbock gewesen? Nee, oder? Warte mal. Wie hieß der denn nochmal im Englischen? Doch, das war der Longhorn Beetle, glaube ich. Ich glaube, das ist der. Ich wüsste nämlich gerade nicht, was mir sonst noch so fehlt, weil Hirschkäfer und so weiter, das habe ich halt eigentlich alles schon. So, vor dem Sawstack Beetle. Genau. Da fehlen mir jetzt noch hier direkt daneben dieser Jewel Beetle, den ich wahrscheinlich vorhin gesehen hatte. Und daneben noch das Glühwürmchen. Oder der Leuchtkäfer, wie er hier heißt. Ja, lol. Lol, ey. Ich bin schon wieder voll. Das gibt es doch nicht. Okay, dann werde ich jetzt erst einmal, warte mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt dieses Fossil nämlich noch mitnehmen. Dann kann ich die direkt bei Eugen analysieren lassen, werde den Fichtenbock abgeben, damit ich ihn nicht aus Versehen verkaufe. Und dann kann ich den ganzen Rest verkaufen und dann haben wir wieder Platz. Und dann kann ich auch meine Schaufel eigentlich in die Briefe packen, weil dann habe ich, glaube ich, jetzt alle Fossilien heute schon entdeckt und ausgegraben. Und dann hoffen wir mal, dass wir diesen Regenbogenkäfer nochmal wiederfinden. Und ich hoffe auch, dass wir mal Libellen begegnen, weil das ist bisher noch nicht passiert. Ich glaube aber, ganz ehrlich, der August ist jetzt auch nicht so der Libellenmonat. Ich glaube, das ist eher so der Juni. Jedenfalls, ich muss sowieso noch mal ein bisschen in der Zeit reisen. Das gucken wir uns dann vielleicht eher da an. Ich hatte zwar gestern eine Riesenlibelle gesehen, aber die war so schnell, ne? Ja, das ist vielleicht auch mit Safe States, mal gucken. Aber ich glaube, die Riesenlibelle wird auch tatsächlich das Insekt sein, was jetzt noch am schwierigsten ist. Wir haben auch noch die Maulwurfsgrille, aber ja, die kommen auch häufig vor allem, ne? Deswegen ist es, glaube ich, nicht so das Problem. Ja. Ich glaube, am besten kann ich dann einfach mal auch weitermachen. Ich kann so ein bisschen die verschiedenen Phasen auch bei mir, so ein bisschen.
ein bisschen vielleicht auch nachvollziehen. Ach so, shit, ich bin jetzt halt bei Spenden gewesen, ne? Ja, ja, das haben wir bereits. Nee, nee, dann gehe ich in das Analysieren-Menü, weil dann sparen wir uns gegebenenfalls Dialog. Ach so, und ich habe jetzt den, genau, den Delacroix habe ich abgegeben und den, ach scheiße, das war jetzt ein Manet, ne? Ich hoffe mal schon, ich lösche den jetzt hier mal. Weil es gibt noch den Millet zum Beispiel. Nein! Egal. Jetzt sind wir sowieso schon in dem Menü, jetzt kommen, dann ziehen wir es auch durch. Dann machen wir es halt hier, ist jetzt auch nicht schlimm. Ach, wenn ich das nicht wollte. Ja, bitte. Man hat dann halt am Anfang dieses, oh, das müssen wir erstmal analysieren. Und dann haben wir gegebenenfalls halt noch dieses, oh ja, der wurde uns aber schon gespendet. Deswegen ist es halt tendenziell schneller, dann halt doch auch von fossil analysieren zu gehen, aber ja. Wenn wir sowieso schon mal im Stiftmenü sind, was soll's. Also ich glaube, ich hatte schon so 2, 3 Situationen, wo ich sagen würde, ich stand auf jemanden. Ohne jetzt groß... Oh, den Ammoniten haben wir noch nicht. Okay, hätte ich jetzt auch fast verpasst. Wo es aber auch nicht darüber hinaus ging. Einmal war sie halt sogar in der Grundschule, wo ich einfach... Das war eine Person aus einer anderen Klasse und die habe ich halt einfach immer nur auf dem Schulhof gesehen. Und das war halt wirklich so dieses... die sieht irgendwie nett aus. Also darüber hinaus war es halt auf jeden Fall nichts. Insofern, ja... Das ist definitiv diese Phase, maximal, wenn überhaupt. Ich glaube, die andere Begebenheit, es würde mich wundern, wenn ich die nicht in der entsprechenden Podcast-Folge thematisiert hätte, weil das war so mein erster krasser Kontakt, würde ich sagen, mit Mädchen. Ich erzähl's nochmal ganz kurz. Wer eine ausführlichere Variante haben möchte, der kann da wahrscheinlich in den Podcast reinhören. Ich, wie gesagt, es würde mich wundern, wenn ich das nicht thematisiert hätte. Da war ich nämlich auf einer Fahrt mit meinem Fußballverein und da war halt die Schwester von einem Mitspieler dabei und mir wurde die Brille vom Kopf geschossen. Ich habe geheult. Da war ich, weiß ich nicht, 9, 10 oder irgendwie sowas. Ja, 10 vielleicht. 2008, das könnte hinkommen. 2008, 2009 irgendwann dann. Und ja, ich bin dann, wir haben da gezeltet und ich bin dann halt ins Zelt gerannt, hat da geheult und so. Und dieses Mädchen kam dann halt und hat mich halt getröstet und meinte halt so, ja, hier, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Brillen und sowas. Hat die so, so ein bisschen wieder besser gebogen, weil die war halt ein bisschen verbogen. Und ja, das fand ich sehr schön, diesen Moment. Und seitdem, ja, würde ich halt schon sagen... Das ist so eine minimale Schwelle eigentlich zwischen auf jemanden stehen und verknallt sein. Also es ist ja nicht im Sinne von auf jemanden stehen, im Sinne von ich habe da wirklich irgendwie... Ich fand das halt einfach nur sehr sympathisch und süß. Und hab da ja jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, weitergedacht oder sowas. Vor allem nicht in dem Alter. Aber es war halt einfach so ein schöner, netter Kontakt. Möchte ich da mal sagen. Wir haben auch sonst keinen Kontakt gehabt und das war ein Fichtenbock. Zum Glück kein krasser Käfer hier. Und auch sonst nicht geredet. Insofern, da gab es halt einfach keinen Kontakt eigentlich. Deswegen, ja. War halt einfach nett. Und dann hatte ich eine ziemlich lange Phase, die ich retrospektiv sehen würde als verknallt sein. Weil es eigentlich nicht viel mehr war oder auch, ich sag mal, sein konnte. Ich glaube, das habe ich auch noch nie erzählt. Das war eine sehr lange Zeit eigentlich auf dem Gymnasium und ich weiß auch gar nicht, wann es angefangen hat. Das war nämlich eine Person aus meiner Klasse und wir hatten, also ich kann das halt immer so ein bisschen an den Klassenfahrten ausmachen. Wir hatten eine Kennenlernfahrt in der 5. Klasse. Gut, das war halt direkt am Anfang des Schuljahres oder natürlich, kannte ich Personen da noch nicht krass genug oder irgendwas. Aber ich weiß halt, in der 7. war dieses Verknalltsein auf jeden Fall schon da. Und da gibt's auch noch eine nette Story dazu, weil jemand anderes während dieser Klassenfahrt nämlich irgendwie meinte so, ach ja, geil, hier, ich plane jetzt, also der stand da halt auch auf jemanden und der meinte dann halt so, oder der war verknallt oder wie auch immer man es jetzt
konkret bezeichnen mag. Und der meinte halt auch so, ja komm, ich trau mich jetzt hier mal während der Fahrt, ne? Stimmt, ich wollte verkaufen. Hab ich ja schon ganz vergessen. Ich spreche die jetzt heute Abend mal an. Oder irgendwie sowas meinte der. Und ich weiß nicht warum, irgendwie hatte ich die ganze Zeit Angst, dass er auf die gleiche Person steht. Und das hat mich echt nervös gemacht. ich glaube, bei ihm ist sowieso nichts draus geworden. Es war nicht die gleiche Person. Ich weiß halt nur, das war auch so eine Sache, da waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, von Montag bis Freitag oder irgendwie sowas, war die Fahrt, glaube ich. Fakt war, es war ein Donnerstag. Also wir waren an einem Donnerstag auf jeden Fall da. Und Donnerstag, Fernsehgucker mögen es wissen, läuft Germany's Next Topmodel teilweise. Wenn es dann läuft, dann läuft es Donnerstagabends. Und ja, wir hatten einige Girls in unserer Klasse, die krassen Bock hatten, das dann zu schauen. Und dann mussten die Leute da in dem Hostel tatsächlich, oder ja, Herberge, wie auch immer, mussten da dann tatsächlich so einen ganzen Raum mit Fernseher einrichten, beziehungsweise die Mädels haben den dann da an diesem Abend blockiert und haben sich das dann da zusammen gegönnt. Ich glaube, ein paar Jungs waren auch dabei, teilweise eher wegen den Mädels, glaube ich, also wegen unseren, aber auch vor allem natürlich wegen denen im Fernsehen. Es gab sehr viele Horny Boys bei uns auch in der Klasse, die dann so gesagt haben, boah, ja hier, jetzt habe ich geguckt, oh, das war geil. Wo man noch nicht unbedingt im Internet einschlägige Videos gesehen hat, aber ja, auf jeden Fall gab es diesen Abend und ich weiß halt noch genau, wie der Junge da meinte, so von wegen, ja, die guckt auch heute Abend dazu. Und ich weiß halt noch genau, die Person, auf die ich stand, habe ich dann gesehen an dem Abend, wie sie irgendwie, ich glaube, da war ein Trampolin oder sowas, wie die da war mit ihren Freundinnen. Und dann dachte ich mir so, ach, cool, es ist schon mal nicht die Person, das ist schön. Ach ja, das war aufregend. Ja, aber sonst, wie gesagt, also irgendwann um die 6. Klasse rum, würde ich halt mal sagen, das war Ende 7. Klasse, diese zweite Klassenfahrt, irgendwann 6. Klasse rum, würde ich sagen, war bei mir irgendwo so dieser Schalter, dieser Moment, wo ich so gesagt habe, irgendwie mag ich die. Ich bin ein bisschen verknallt. Und das ist aber irgendwie nie darüber hinausgegangen. Also zum einen hatte ich nie die Eier, es irgendwie mal anzusprechen. Und zum anderen weiß ich nicht. Ich war auch manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, will ich sagen in Denial? Oder es war manchmal so, dass ich so gedacht habe, so, mag ich die wirklich so gerne? Das Problem ist ja, das ist eben so genau dieser Punkt, der das Ganze so von wirklicher Liebe unterscheidet und vielleicht auch verliebt sein, dass man den anderen eigentlich gar nicht gut kennt. Jetzt natürlich die Sache, ich kenne eine Person, die in meiner Klasse war, deutlich besser als eine Person, die ich jetzt einfach nur auf einer Party sehe oder sowas. Natürlich, und vielleicht einen kurzen Plausch 10 Minuten lang mit ihr hatte. Man weiß natürlich so, wie die sich verhält, man kennt so den grundsätzlichen Charakter, wie jemand spricht, wie gerade auch in der Schule, wie schlau vielleicht auch jemand ist, so Spezialgebiete oder was, und halt das generelle Auftreten einfach. Aber ja, ich sag mal, es ist halt auch da, wie generell eigentlich bei Mädchen bei mir, nicht über Gruppenarbeitskontakte hinausgegangen, ne? Man hat sich eigentlich kaum privat, sage ich mal, unterhalten. Das habe ich auch in dem entsprechenden Podcast angesprochen, außer mit anderen Mädchen, mit denen ich irgendwie, ja, in der Ecke saß. Also, ich glaube, in Französisch war es tatsächlich so, oder auch später, weiß gar nicht, was hatten wir denn später eigentlich nochmal? Spanisch, genau. Da waren wir halt so, die Lehrer haben da auch wieder diese schöne, wie nennt die sich eigentlich nochmal? Diese U-Formation auf jeden Fall, da standen so die Tische so. Und an einer dieser U-Ecken, da habe ich dann halt gesessen und auf der anderen Seite dieser Ecke quasi dann die Person und Freundinnen. Und ich weiß nicht, da hat sich dann halt schon mal so, da gab es so ein bisschen Austausch und sowas. Und so ein Moment, wo ich dann halt so ein bisschen down war teilweise auch, war dann so, da hat sie sich irgendwie darüber lustig gemacht, dass ich immer nur Trikots trage, weil ich habe halt, wow, ich habe wirklich immer nur Fußballtrikots getragen, weil ich irgendwie früher, wo meine Mutter, ich weiß halt noch so einen Moment, da war meine Mutter mit mir mal im Kick
Und da wollte sie halt T-Shirts für mich kaufen und hat sie mich dann so gefragt, so, ja, gefällt dir das hier? Und ich so immer so, nee, das ist doch mega hässlich. Weil ich damals irgendwie so eine absolute Abneigung dagegen hatte, irgend so ein random Shit auf dem T-Shirt zu tragen. So, das habe ich irgendwie verabscheut. Ich meine, das ist momentan komplett mein Stil, wenn ich nicht gerade wirklich komplette einfarbige T-Shirts habe. Da habe ich zwei schwarze und ein rotes, aber ansonsten ist halt auch einfach so ein random Bullshit drauf von H&M oder C&A oder sowas. So Nonsens. Keine Ahnung. Californian Style Established 1989. Weiß ich nicht, irgendwie so ein Quatsch, weißt du? Wo sich halt keiner drum kümmert, was da drauf steht. Es sieht einfach cool aus von den Farben her. Und deswegen trage ich sowas. Es kam mir damals so gar nicht in den Sinn und ich mochte halt Fußball, ich mochte den FC und dann habe ich halt eigentlich immer diese Trikots getragen. Darüber hat sich die Person dann halt so lustig gemacht und dachte ich so, scheiße, was soll das? Ich habe null Ahnung, was passiert wäre, wenn ich sie mal darauf angesprochen habe, dass ich verknallt bin. Keine Ahnung, wirklich. Ich werde es auch nicht erfahren. Aber im Nachhinein ist es nicht schlimm. Auch wenn ich schon, ja, natürlich diese Nächte hatte, wo ich so dann... Ich hab so diesen Classic-Teenie-Bullshit eigentlich so durchlebt. Ich hab da halt wirklich... Oh, eine. Hallo. Ist das eine Riesenlibelle? Eine Königslibelle. Hab ich die schon? Wie viele Libellen gibt's hier überhaupt? Na, ich guck mal. Also wir haben auf jeden Fall zwei... Ja, Red hatte ich schon. Also das müsste eine neue sein eigentlich. Ja, das ist diese Donner Dragonfly. Alles klar, sehr schön. Perfekt. Dann fehlt mir nur noch die Riesenlibelle. Die wird schlimm. Ah, ist schön. Sind wir nicht ganz unproduktiv gewesen jetzt in den letzten 20 Minuten, wo gefühlt nichts passiert ist, außer dieser Honigbiene? Ja, erstmal schön Bruno Mars gegönnt, so, weiß ich nicht, Talking to the Moon oder sowas und dann in den Nachthimmel geschaut. Und oh mein Gott, da ist ein Geschenk. Ich krieg das niemals rechtzeitig. Ich hasse Geschenke in Wild World. Ich sage es jedes Mal wieder und es ist jedes Mal wieder richtig, weil es einfach Schmutz ist. Es ist Schmutz, wie das hier funktioniert. Man muss eigentlich zwangsläufig nach hinten rennen, weil sonst hat man keine Chance, diese Kackdinger zu treffen. Das war jetzt einfach First Try, das war lucky. Aber auch einfach, weil ich schon richtig positioniert war dafür. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es egal war, dass ich sie nie angesprochen habe und sowas, aber aus Retrospektive natürlich. Und da ist halt auch einfach diese Sache, Liebe ist random und sehr zufällig. Und ja, gut, ich glaube, das sollte den meisten klar sein, Liebe passiert. Ja, man kann sie nicht... Da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, als ich bei Rainer war. Man kann Liebe nicht erzwingen. Außer in dem Film 365 Tage, weil da geht das auf den Bau. Da war schon wieder so ein Leuchtkäfer. Ich hasse es. Stimmt, ich war auch eigentlich auf dem Weg zum Museum, damit ich die Libelle abgebe. Ja, okay. Ach, ich muss mehr mit Safe States arbeiten. Und vielleicht auch langsamer durch die Bäume laufen, aber ja... Okay, also ich sehe schon diesen Fisch. Dieses Insekt werden wir nicht on-screen bekommen. Safe nicht. Ne? Naja. Ja, und Liebe passiert einfach. Und das war im Endeffekt auch so bei mir mit Virginia. Wir haben uns im Internet kennengelernt und viel geschrieben. Also das war halt wirklich so ein sehr langer Kontakt und einfach... Ja, es war für mich immer ein schöner freundschaftlicher Kontakt, aus dem ich mir aber auch nie... was ausgerechnet habe, beziehungsweise irgendwie nie in der Mut war zu denken, so, ach, irgendwie bin ich ja schon so ein bisschen verknallt oder verliebt oder wie auch immer. Das war aber tatsächlich eigentlich pures Denial. Das Problem war, das hat noch so ein bisschen konfliktet mit dieser anderen Person, auf die ich noch stand. Und ja, es hat sich dann auf jeden Fall mit einem Treffen mal geändert. Wo ich dann halt wirklich, ja, ich sag mal, realisiert habe, dass die Freundschaft mit Virginia eigentlich keine
Freundschaft ist. Nein, es geht nicht um Freundschaft plus. Nein, aber mir ist eigentlich da erst so richtig dann bewusst geworden, nachdem wir auch, also wir waren halt eigentlich generell so immer auf dem Trip, ja, wir sind Freunde, beste Freunde vielleicht in gewisser Weise, auch wenn wir uns recht selten gesehen haben. Wie kann ich, wie ist gerade mein Stand mit den, ja doch, ich habe noch recht viele Sachen schon gefangen, okay. Ja, jedenfalls kam es dann halt mal kurz vor diesem Treffen, hat sie mir halt geschrieben, dass sie halt in mich verliebt ist, und das hat mich halt so ein bisschen sehr überrascht, weil ich weiß nicht, wie blind ich gewesen bin, aber ich habe das halt wirklich so gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte so, ja, wir sind Freunde und sowas, ne? Ganz bitter ist dann vor allem, es gab damals einen Song von Carly Rae Jepsen, den gibt's sogar immer noch, denke ich zumindest mal. Tonight I'm Getting Over You heißt er. Das ist so der zweite Song, den ich generell von ihr kannte, nach dem Klassiker, den ihr alle kennt. Und da singt sie irgendwie We're not lovers, but more than friends. Und dann habe ich, als ich den Song so gehört habe, auch so zu Virginia so geschrieben, so, ja, es sind doch eigentlich wir, oder? Und basically, ja, stand sie da halt schon lange auf mich. Und das war dann so, hehe, ja, genau, lol. Und ich so, ja, ne, ich war da halt so voll davon überzeugt, und sie war halt eigentlich schon in mich verliebt und dachte sich dann so, Diggi, fuck you. Hat dann nur so geschrieben, so, ja, lol, irgendwie sowas halt in der Richtung. So gesichtsbewahrend, sage ich mal. Aber ja, als sie mir das dann offenbart hatte, ist dann natürlich so ein Denkprozess bei mir überhaupt losgegangen. Ich habe halt gesagt, so, ich kann das halt momentan nicht erwidern, was zu dem Zeitpunkt halt so war. Ich war mir halt über meine Gefühle irgendwie offenbar sehr unklar. Weil basically, ich war halt schon die ganze Zeit in sie verliebt. Ich war aber irgendwie immer noch in diese eine Person verrannt in gewisser Weise, und ich glaube, die Libelle sehe ich nie wieder. Ich hasse es. Ich glaube, das war aber auch eine Königslibelle, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, dass die jetzt nicht mehr auftaucht hier. Ich mache einfach mal wieder ein State hier. Der Part geht auch nicht mehr so lange, der ist ja jetzt auch schon wieder überlang, aber ja. Irgendwie ist dann dieser Schalter umgelegt worden, dass ich so gesehen habe, so, was will ich eigentlich von dieser einen Person, weil ich bin halt so intrigued, sage ich mal, mit Virginia auch. Das ist halt einfach schon Liebe, so. Was gaukelt mein Kopf mir davor? Und ja, dann habe ich das erstmal verstanden. Es ist halt auch immer so dieses, sich um jemanden sorgen, kümmern und ja, es ist einfach so diese freundschaftliche Ebene, die halt, finde ich, ganz, ganz wichtig ist, auch dann in Beziehungen. Wir sind jetzt mittlerweile 8. Seit etwa 10 Jahren kennen wir uns jetzt jedenfalls. Das heißt, wir sind etwa seit 9 Jahren zusammen. 8,5. Irgendwie sowas. Dezember 2013, wer jetzt nochmal ganz konkret nachrechnen möchte. ja, und es gibt eigentlich keine Anzeichen, dass das irgendwie irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist halt so der wichtigste Bestandteil eigentlich, dass man natürlich sowas, solche Grundpfeiler natürlich wie Vertrauen, wie ja, einfach füreinander da sein und ja, den anderen bedingungslos zu unterstützen und vor allem auch kompromissbereit sein bei gewissen Sachen, gerade auch wenn man dann zusammen wohnt. Das sind natürlich so Grundpfeiler. Und ich finde, da ist halt auch dieses Freundschaftliche, woraus das ja im Endeffekt trotzdem entstanden ist, auch wenn die Freundschaftsphase für sie gefühlt kürzer war als für mich. Oder was heißt gefühlt, es war wahrscheinlich so. Wo sie es so beschrieben hätte. Aber ja, ich finde, das ist einfach das Wichtigste, dass diese Grundlage irgendwie immer mitschwingt, sodass du, wenn du in einer Beziehung das Gefühl hast, dass du im Endeffekt mit deinem besten Freund zusammen bist, dann ist das eigentlich sehr, sehr gut und ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil du dann halt wirklich weißt, du kannst mit demjenigen alles machen, ihm alles erzählen. Er ist immer für dich da, du entsprechend natürlich dann auch. Und du hast einfach diesen gegenseitigen Rückhalt und du hast jemanden, ja, mit dem du halt Sachen teilst und
ja, wie gesagt, einfach diesen Rückhalt hast und auch dieses diese Geborgenheit und dieses Zuhause einfach. Insofern finde ich das schon eine sehr wichtige, also das, was ich gesagt habe, diese Grundlagen natürlich, aber auch einfach diese Tatsache, dass man eben, das ist was anderes, ne? Das ist Marktkäfer. Ich weiß gar nicht, dass die auch so früh schon da sind. Interessant. Wir können nochmal zu Nook gehen übrigens und nachfragen, wie es denn mit den Rübenpreisen aussieht. Das wollte ich, glaube ich, auch mal gemacht haben, hab's aber vergessen bis dahin. Ich glaube, das mache ich jetzt sofort, weil sonst vergesse ich das. Und ich habe auch eigentlich gar nicht so viel mehr noch darüber zu erzählen. Also die Person jedenfalls, in die ich verknallt war, war dann so komplett aus meinem Leben gestrichen. ja, einfach, wenn man das halt auch mal so betrachtet. Ich habe halt mit Virginia anderthalb Jahre, glaube ich, wirklich täglich über Skype gechattet. Und natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch vor allem viele Unterschiede rausgefunden. Und einfach viel mehr über sie erfahren, als ich in, weiß ich nicht, 4-5 Jahren Schulzeit über die Person erfahren konnte. Weil ich eben nicht privat im Austausch war. Und da muss ich auch sagen, da ist das Internet einfach deutlich, auch für mich so als sehr introvertierter Mensch, ist es eine deutlich bessere Plattform eigentlich, um sich so kennenzulernen. Also Chatting finde ich da spontan eigentlich echt am besten. So. Also das war eigentlich so ein, es war sowieso ein riesiger Zufall natürlich, dass wir uns online gefunden haben. Aber auch einfach diese ganze Herangehensweise kommt auch immer darauf an, wie man natürlich so im Leben steht, sage ich mal. Weil es waren so unsere ersten Erfahrungen generell, die wir so geteilt haben. Auch die wir geteilt haben mit Personen im Internet und die dann zu treffen und sowas, ist ja auch gefährlich. Und einfach so, man hat einen Prozess miteinander mitgemacht. So einen, eigentlich so diesen ganzen Reifungsprozess, diese ganze Jugend hat man ja irgendwie zusammen verbracht und geteilt. Oder zumindest einen großen Teil davon. Was das Ganze halt auch so, es bindet einen natürlich deutlich mehr noch aneinander, als wenn ich jetzt in meinem jetzigen Alter jemanden kennenlerne und mit dem dann schreibe, spreche, wie auch immer, Gemeinsamkeiten feststelle und alles, aber es hat dann natürlich nicht die Kraft, als hätte man so einen ganzen Lebensabschnitt wirklich mitgemacht, so einen ganzen Reifeprozess im Endeffekt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level auch einfach. Was, denke ich mal, auch noch sehr zu dieser Festigung bei uns beiträgt. Weil du einfach, das klingt zwar negativ formuliert, aber du hast viel miteinander durchgemacht oder mitgemacht, was das natürlich einfach komplett festigt. Und das führt halt auch wieder zu dieser Aussage zurück, dass Liebe random ist und einfach passiert und dass man einfach Glück haben muss. Und ich bin der Meinung, je früher das passiert, desto besser ist es eigentlich. Wobei man halt, das ist natürlich wieder sehr individuell bei mir. Ja, ich sag mal, wenn es noch früher gewesen wäre. Man weiß ja nicht, wie man so drauf wäre und alles. Was ist das denn für ein Käfer? Sieht ja sehr interessant aus. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, wie es alles für mich gelaufen ist. Naja. Deswegen habe ich dem auch eigentlich gar nicht großartig was noch hinzuzufügen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich und zufrieden. Und bin auch nicht traurig darüber, dass ich noch keine gescheiterte Beziehung quasi hatte. Es sind zwar gefühlt so Sachen, die hatte jeder, aber die Statistik sagt wahrscheinlich auch, dass fast jeder irgendwie schon mal einen Autounfall hat oder sowas. Ich sag mal so, das brauche ich jetzt im Leben auch nicht unbedingt. Das hat mich damals immer als Kind ein bisschen erschrocken, wo es nämlich irgendwie mal in so einer Statistik hieß von wegen, jedes Kind wird im Laufe seines Lebens mal Läuse haben. So, also so auch schon im Kindesalter, glaube ich, wurde irgendwie mal so gesagt. Damals waren dann auch so Mützen in unseren Schulen verboten, weil ein Kind Läuse hatte und alles und dass es gefördert hat und alles. Ach, es war eine sehr wilde Zeit. Da habe ich dann auf jeden Fall auch immer irgendwie so, ich war immer so ein bisschen im Unglauben, weil ich so gedacht habe, so, hä, ich hatte noch keine Läuse, so, was ist los? Ausnahmen bestätigen die Regel, ja? Und insofern, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine Trennung. Dafür hatte ich gefühlt doppelt so viele schon bei meinen Eltern miterlebt.
mit ihren jeweiligen Partnern. Also erstmal meine Eltern an sich, dass sie sich getrennt und geschieden haben. Und dann bei meiner Mutter einmal und bei meinem Vater mittlerweile, ich glaube zum dritten Mal jetzt. Die wollten jetzt also mit seiner neuen Partnerin, die jetzt ein halbes Jahr kannte, hat dann so gesagt, so ja komm, lass mal heiraten im Sommer. Ja, es ist fast Sommer, aber die Heirat, die Hochzeit ist abgesagt und die Beziehung offenbar auch vorbei. Ja, der ist sowieso ein ganz eigenes Thema nochmal. Da habe ich auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, in gewissen Kontexten auch, ne, aber ja. So viel eigentlich dazu. Kann man sicherlich noch einige Eckpunkte abklappern und was, aber das wollte ich jetzt hier einfach mal so stehen lassen. Generell hätte ich aber auch eigentlich in den letzten Parts nochmal erwähnen sollen. Ich habe ja nach dem im Discord gefragt. Ich frage natürlich auch hier in den Videos nochmal ganz konkret. Sollte irgendjemand Themenwünsche haben oder Fragen oder irgendwas, was ich mal thematisieren soll. Jetzt haben wir gerade eine gute Zeit dafür, weil ich habe gerade in Wild World so ein bisschen was zu tun, was man dann so schön nutzen kann, um nebenbei was zu thematisieren. Während man hier random irgendeinen Shit farmt, was nicht klappt. Also ich habe jetzt, glaube ich, zwei Sachen gefangen, ne? Das ist Wahnsinn. Nee, ich habe drei Sachen gefangen, aber zwei Sachen fehlen mir immer noch. Weil eine Sache war die Honigbiene, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die da ist. Ja, insofern würde ich sagen, ich suche weiter nach diesem lustigen Leuchtkäfer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fragt mich nicht, was passiert. Beim nächsten Mal. Eventuell fangen wir die Fische, die jetzt noch beim Eugen im Museum fehlen. Vielleicht begeben wir uns auf die Suche nach einem Quastenflosser, weil es jetzt plötzlich in den nächsten Tagen mal regnet. Und ich denke so, das ist so eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Eine Schnecke müssen wir während dem Regen übrigens auch noch fangen, während des Regens. Ja, also lasst euch mal überraschen, was passiert. Das tue ich nämlich auch. Weiter geplant als dieser Part ist nicht. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Wild World. Es gibt auf jeden Fall noch einige Parts. Und ich hoffe, dass mein Rüben-Imperium wächst. Ist das hier? Nee, schade. Das sah gerade so nach so... Ich hatte minimal Hoffnung, dass das hier so ein Leuchtkäfer... ich sag gerade die ganze Zeit Leuchtkäfer. Das ist kein Leuchtkäfer. Leuchtkäfer ist das Glühwürmchen hier. Dieser Prachtkäfer. So heißt er, glaube ich, im Deutschen. Jewel Beetle. Den suche ich natürlich noch. Gut, insofern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.